Sie wird Nsuri genannt. Sie ist die Schnellste, die Königin der Serengeti. In weniger als 3 Sekunden beschleunigt sie von 0 auf 100 Stundenkilometer. Niemand kann sie einholen. Ihr Körper ist von Kopf bis Fuß auf Geschwindigkeit eingestellt. Ihr übergroßes Herz pumpt riesige Mengen Blut. Ihr Schwanz wirkt wie ein Ruder. Und ihre Schritte sind fast 7 Meter lang. Oft berühren ihre Füße nicht einmal den Boden. Ihre Schnelligkeit ist ihre Superkraft. Aber auch ihr Fluch. Denn manchmal reicht schnell zu sein nicht aus. In der Trockenzeit ist es in den offenen Grassavannen leicht, Beute zu machen. Sie zu behalten, ist die wahre Herausforderung. Deshalb frisst sie hastig, bevor unvermeidlich Diebe eintreffen. Gegen eine Hyäne kann sie nichts ausrichten. Das ist die Kehrseite der Medaille. Großen Raubtieren kann sie nichts als ihre Schnelligkeit entgegensetzen. Das wird ihr jetzt zum Verhängnis. Da sie alleine jagt, darf sie sich nicht verletzen. Meistens gibt sie nach. Sie schützt sich und ihre Schnelligkeit und nutzt sie erneut.